Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir haben drei Filmbesprechungen für euch am Start und alle drei sind Singlecasts. Juhu! Beginnen werden wir mit der Besprechung von Andy zu Lerona's Fluch. Und keine Sorge, sie beginnt so, dass ihr auf gar keinen Fall bei diesem Podcast einschlafen könnt. Das schon mal als ja Trigger Warning. Das wird vielleicht ein bisschen geschrien. Ein Horrorfilm, der eben aktuell in deutschen Kinos läuft, und Andy hat für euch einen Singlecast aufgenommen und wird euch erzählen, wie ihm der Film gefallen hat. Dann folgt noch ein Singlecast von mir zum Film Christo, Walking on Water. Und, das kann man an der Stelle auch mal sagen, Christo ist Künstler und hat Kunst geschaffen. Wie mir die Dokumentation über seine Kunst, über ein aktuelles Werk von ihm gefallen hat, könnt ihr in meiner Besprechung hören. Und zu guter Letzt noch ein Singlecast von Chris zu Mary Poppins 2. Ja, also dieser Disney-Film, der letztes Jahr ins Kino kam und nun eben auch fürs Heimkino erscheint. Da hat er sich hingesetzt und für uns seine Meinung eingesprochen und eine Rezension für euch bereitgehalten. Auch da seid ihr herzlich eingeladen, mal eine Runde reinzuhören. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr herzlich eingeladen, da mega Feedback zu hinterlassen, voll was in die Kommis zu ballern und so. Ne? Ist immer ganz nice, denn ihr wisst, wir sind Podcaster und wir leben vom Feedback. Denn Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Aufgepasst, es wird gruselig heute beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Lloronas Fluch, im Original The Curse of La Llorona. Und es handelt sich um einen Horrorfilm und man verrät nicht so viel, wenn man sagt, es ist der 6. Eintrag in die Conjuring-Filmreihe. Und so ist auch dieser Film wieder produziert von Horrorlegende James Wan. Regie hat diesmal geführt Michael Chavez und es spielen mit Linda Cardellini, Patricia Velasquez und Raymond Cruz unter anderem. Der Film kommt am 18. April in die deutschen Kinos, dauert 93 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Ich war nicht allein im Kino, ich hatte eine Kollegin dabei mit Nerven aus Stahl. Hallo Eva! Hallo! Der Film basiert auf einer lateinamerikanischen Sage über die La Llorona, was auf Deutsch so viel heißt wie die Weinende. Und in dieser Sage geht es darum, dass in dem 17. Jahrhundert eine Mutter ihre zwei Kinder umgebracht hat und sie im See ertränkt hat, um sich an ihrem untreuen Ehemann zu rächen. Und seitdem streift sie umher, zwischen Himmel und Hölle gefangen, und macht weiterhin Jagd auf Kinder, was, finde ich, irgendwie gar nicht so viel Sinn macht. Das wurde auch nicht so richtig erklärt, wo die Logik ist. Da müssen wir noch mal ein bisschen die Folklore-Bücher wälzen. Also auf jeden Fall weint sie dann immer um ihre Kinder. Deswegen hört man des Nachts immer so ein Weinen. Genau, also ihr tut sie im Nachhinein leid. Ihr ist es dann kurz drauf aufgefallen. Ups, war doch nicht so toll. Genau, und seitdem ist sie unterwegs und sucht andere Kinder als Ersatz für ihre oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie böse und ein Vorbot des Todes in dieser mexikanischen Geschichte. Nun ja, in dem Film begleiten wir die Sozialarbeiterin Anna in den 70er Jahren in Los Angeles. Und diese hat selber zwei Kinder, ist, ich glaube, verwitwet, auf jeden Fall alleinerziehend. Und sie hat einen schwierigen Fall im Jugendamt, denn eine Klientin von Anna macht Probleme, denn deren zwei Söhne weisen Spuren des Missbrauchs auf. Also sie haben blaue Flecken und Wunden an den Armen. Und deswegen werden die zwei Kinder von ihrer Mutter getrennt und ins Heim gesteckt. Die Mutter hatte zwar immer erzählt, dass sie sie nur beschützen will von eben diesem uralten Fluch, aber natürlich wurde ihr das nicht geglaubt. Aber in dem Jugendamt, in dem Jugendheim werden sie dann heimgesucht von einer in weiß gekleideten Frau des Nachts. Am nächsten Tag werden die Kinder im naheliegenden Flussbett tot aufgefunden. Die Mutter der zwei Söhne macht Anna dafür verantwortlich, verflucht sie mehr oder weniger bis aufs Schlimmste und ja. Schon geht's los. Der Sohn von Anna irgendwie hört dann auch in der Nähe des Tatorts ein Weinen in der Nacht, trifft auf die Gestalt, sie packt sie am Arm, er hat auf einmal auch die gleichen Wunden am Arm und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Denn nun wird auch Annas Familie und ihre Kinder und sie selbst von besagter Titelfigur heimgesucht und werden in ihrem Haus terrorisiert. Nachdem sie sich dann dieser Bedrohung bewusst sind, suchen sie dann noch bei der Kirche und beim Exorzisten irgendwie nach Hilfe. Und ja, ich glaube, das kann man erstmal so dazu sagen, ohne zu viel zu verraten. Oder hast du noch ein paar Anmerkungen zur Handlung? Nö, genau. Also da geht's dann los. So, das ist eigentlich der restliche Film dann
das Thema, wie diese Frau, wie diese Mutter versucht, ihre Kinder zu schützen und in ständiger Todesangst lebt. Das Monster kommt nicht nur nachts, sondern dann auch tagsüber sehr fleißig. Und genau, sie sucht dann Hilfe bei Priester, bei allen möglichen Leuten und landet dann eben bei einem, zu dem sie mehr oder weniger vermittelt wird. Ein Geisteraustreiber, Teufelsaustreiber, der ihr dann hilft. Und ja, also mehr braucht man jetzt erstmal, glaube ich, nicht zu verraten. Genau, dem Raphael von Raymond Cruz gespielt, den ihr vielleicht auch zum Beispiel Breaking Bad, also den kennt man auf jeden Fall hier, der mexikanische Badass-Priester, der dann mit nach Hause kommt, um das Ganze zu beenden. Ja, so viel zur Handlung und einen Charakter habe ich schon genannt. Was sagst du sonst so zu den Charakteren? Da ist man nicht so viel dran auszusetzen, also die schauspielerische Leistung auf jeden Fall vorhanden. nicht wahnsinnig herausragend, also ist die Kinderdarsteller, ja, gibt's bessere, ist aber auf jeden Fall von der schauspielerischen Leistung gut. Was mir nicht so ganz gefallen hat, waren die Einführung der Charaktere, also dieses, dass man wirklich dann mit denen leidet oder mit denen fühlt und Zeit bekommt, sie kennenzulernen. Das hat mir ganz allgemein in der Geschichte etwas gefehlt, wobei die Handlung ja an sich schon Potenzial gehabt hätte, mitzureißen und spannend zu sein. Also es waren ja auch wahnsinnig viele spannende Momente, die sich immer wiederholt haben, zum Teil auch, aber dazu später vielleicht. Ja, mir hat allgemein bei den Charakteren so ein bisschen gefehlt, sie einfach in Ruhe kennenzulernen oder kennenlernen zu können und auch die Charaktere untereinander, dass die sich ein bisschen mehr anvertrauen und eine Beziehung aufbauen, bevor da gleich mit einer Handlung weitergemacht wird. Also das hat nicht so richtig ineinander gepasst hier. Der zeitliche Ablauf oder das Tempo der Geschichtserzählung und das Tempo der Charaktereinführung hat nicht so ganz zusammengepasst. Ja, man hat am Anfang so 10 Minuten Intro, wo man die Leute vielleicht ein bisschen kennenlernt, aber dann geht's halt ziemlich schnell los. Also dann sind wir schnell in dem Heim, die Kinder werden von dieser Lorona heimgesucht und dann geht's Schlag auf Schlag. Dann geht's gleich damit los, wie die zu Hause terrorisiert werden. Und dann, also, ja, wir rutschen hier schon ein bisschen ins Fazit. Ich muss sagen, ich war derbe enttäuscht. Also, das, was du schon angesprochen hast, die Charaktere fand ich relativ unspannend und ja, ich habe nicht mit ihnen mitgefiebert und es gibt keine emotionale Connection einfach. Wir haben uns ja danach nochmal einen anderen Film angeschaut, weil ich eben so enttäuscht war, dass ich mir dachte, fuck, ich will jetzt einfach einen guten Horrorfilm sehen, haben uns dann Possession angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, auch kein Meisterwerk, aber da hast du einfach so viel Connection zu diesen Charakteren und du leidest mit ihnen mit und fühlst mit und die werden einfach so sympathisch dargestellt, dass du wirklich mitleiden kannst. Und sie haben vor allem auch einen Charakter, also in dem Film in Llorona war es ja so, dass die Kinder eigentlich auch gleich sind. Also da sticht nichts hervor, die haben keine besonderen Eigenschaften, die sie jetzt hervorhebt oder so, also die sie jetzt ausmacht, einfach die sie prägen als Charakter. Und die haben einfach auch generell eigentlich kaum Sprechrolle, also die sagen ja nichts. Ja, die schreien, ja. Genau, die werden ja die ganze Zeit nur verfolgt. Und an sich sind auch die Dialoge relativ unlogisch, also es ist die Handlungen sowie auch die Dialoge sind nicht besonders logisch aufgebaut oder realistisch, wie man jetzt einfach spontan reagieren würde in ein oder anderen Situationen. Es ist einfach von vorne bis hinten ein einziges Horrorklischee. Also die besorgte Mutter natürlich, die immer um ihr Leben rennt und gegen zufallende und sich öffnende Türen kämpft irgendwie und ihre Kinder versucht zu beschützen. Dann kommt natürlich noch der Pfarrer, der dann irgendwie so ein bisschen Hilfe anbietet. Dann kommt noch der Badass-Exorzist, der irgendwie auch noch unpassend coole Sprüche weiß. Also es war schon viel los. Es war jetzt nie so, dass Stillstand war. Es war dauernd was los, aber es war trotzdem zum Teil, hatte ich wirklich das Problem, dass es trotzdem spannend bleibt und man emotional dabei ist, weil einfach einem mehr oder weniger wurscht ist, man sieht auch was passiert. Nach 10 Minuten sieht man bereits diese grausame Gestalt der Lorona, also diese zombieähnliche Frau in weißem Kleid irgendwie mit fiesen Augen und eben verheultem Gesicht. Also sieht gruselig aus, aber man sieht sie nach 10 Minuten einfach in voller Montur und das ist einfach, das war auch nochmal der Vergleich zu Possession, da baut sich das Grauen nach und nach auf und es wird immer schlimmer. Und hier hast du von Anfang an diese Bedrohung und volle Spannung, volle Action, dauernd ist was alle los. Alle fünf Minuten gibt es ein komisches Geräusch, die Tür fällt zu, irgendjemand schreit und
Man rennt durchs Haus. Und dann geht es wieder von vorne los eigentlich. Es nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Spannung einfach. Die Schockeffekte nutzen sich einfach so schnell ab, weil es einfach immer gleich ist. Und ich hatte auch nichts, was irgendwie, also keine Szene, die mich jetzt umgehauen hat von der Spannung. Es geht auf den Dachboden, es geht in den Pool, es wird einfach nichts gezeigt, was ich noch nicht schon gesehen habe. Also es war wirklich, wie gesagt, die ersten zwei Schockeffekte bin ich noch erschrocken, aber dann wusste ich, was da gleich aus dem Eck raushüpft, aus dem Dunkeln. Und es fehlt halt auch wirklich immer dieses Zwischenmenschliche. Also auch an dieser Poolszene, was ja eigentlich wahnsinnig spannend hätte sein können, da stehen die dann ganz unbeteiligt am Rand und das ist, als wäre da jetzt eine Fremde drin und man würde eigentlich total ausrasten und wäre total in Rage und würde halt irgendwas machen oder schreien oder Anteil nehmen oder der Frau helfen, aber sie stehen wirklich da und also es war eine ganz seltsame Situation, wo wirklich nicht klar war, ja, was haben jetzt die einzelnen Charaktere gerade für eine Rolle oder für Emotionen oder Anteil in der Geschichte. Und dann segnet der Pfarrer den Pool, macht Weihwasser draus und dann ist die Gefahr gebannt. Also das kam, das fand ich auch, das kam so aus dem Nichts. Alberne Momente. Diese ganze Backstory, das ist ja eine Sage und da hätte man so viel machen können, aber das wird kurz erzählt und man erfährt aber dann weiterhin nichts. Und auf einmal ist es des Rätsels Lösung, sie wie in jedem x-beliebigen Dämonenfilm einfach mit Gottes Hilfe zu bekämpfen. Und dann hältst du ihr ein Kreuz ins Gesicht und dann verschwindet sie. Dann wirfst du mit Weihwasser durch die Gegend und sie verschwindet. Und dann dachte ich mir so, hä, wieso? Ist sie jetzt aus der Hölle? Ist sie ein teuflischer Dämon? Nee, weiß ich nicht. Eigentlich darf man den Schluss gar nicht erzählen. Ist so wurscht, aber es ist wirklich alles so was von egal. Also die Macher konnten sich nicht so richtig entscheiden, was sie eigentlich für eine Art von Film machen wollten. Es ging in alle möglichen Klischees und Richtungen und Lösungsansätze, aber immer ohne Erklärung und immer, ja, also nicht stringent in eine Richtung oder aus einer Logik heraus erzählt, sondern es war eine Mischung aus allem, als hätte man dem Zuschauer alles bieten wollen und es ist einfach ein total oberflächlicher Geisterhorrorfilm, wo aber nichts irgendwie, ja, wie du schon sagst, man sich nicht klar ist, wo man hier ist. Also wie gesagt, ist es dann wirkt es wie so ein Exorzismusfilm, dann wirkt es wie so ein Geistergruselfilm, dann wirkt es wie so ein Haunted House Film, keine Ahnung. Aber und immer so ein bisschen spooky und mystisch. Hauptsache, es ist irgendwie hat irgendwas mit Indianern oder alten Ritualen zu tun oder alten Sagen und dann kommt mystische Musik und dann ist das Mystische an sich, geht aber irgendwie verloren. Das haben sie auch nicht verstärkt. Das hätten sie halt verstärkt, um sich von diesen anderen Filmen in dieser Reihe auch abzugrenzen. Hätte man halt vielleicht diese lateinamerikanische Folklore-Sage halt einfach ein bisschen ausarbeiten müssen. Dann muss man halt auch eine Geschichte bieten, wenn es so mysteriös und geheimnisvoll irgendwie alles zugeht. Dann kommen ja auch Fragen auf, wo aber keine einzige beantwortet wird. Das war wirklich ein bisschen frustrierend. Ja, und normalerweise hast du dann eben noch so eine Art Tragik. Auch es gibt ja auch Filme, wo dann der Geist so eine gewisse Traurigkeit oder so eine tragische Figur ist oder so, fehlt hier auch komplett. Die Erklärung. Irgendwas. Warum? Was will sie? Und es gibt überhaupt keine Handlung, außer böser Geist sucht uns heim, wir müssen weglaufen und am besten hilft uns ein Pfarrer, sie loszuwerden. Ja. Bin stinksauer. Wirklich, man hat es ja bis zum Schluss probiert, aber ich bin dann auch irgendwann im zweiten Drittel bisschen ausgestiegen und musste mich wirklich bemühen, da weiter drin zu bleiben. Auch wenn er auf jeden Fall für Schockeffekt-Freunde kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Also es kommen immer wieder diese Knaller, diese Schreie. Eigentlich ist dauernd Action, aber es hilft halt nicht so viel. Es nutzt sich einfach total ab. Ja. Und es folgt auch keiner Logik. Ist sie ein Geist? Ist sie teilweise physisch präsent? Also sie packt dann manchmal zu, dann sehen alle sie, dann sieht sie wieder nur das Kind, dann ist sie weg, dann ist sie da. Ich habe echt Ich meine, dass das nicht vollends rational erklärbar ist, was so ein Geist macht oder so, das ist ja schön, das gesteht mir auch jedem Film zu. Ja, aber das trotzdem so auch funktioniert, aber das war einfach ein bisschen zu viel an Fragen, die offen Ja, blieben. Auch jeder Fantasy-unrealistische Quatschfilm sollte zumindest so einer eigenen Logik folgen, wo man dann weiß, okay, wenn das passiert, können wir das und das erwarten und hier so kann man das und das davon ausgehen. Aber hier wusste ich einfach überhaupt nicht, was das soll. Und was ich auch immer ein schlechtes Signal finde von einem Film, wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Zuschauer werden für blöd verkauft, also ein bisschen blöd gehalten und alle, also so sind Menschen einfach nicht, dass sie so seltsam reagieren und so komische Dialoge führen, so
so aneinander vorbei. Also zumindest nicht in einem spannenden, guten Film sollten sie so sein. Als würde man da so passiv sitzen und das nur auf sich wirken lassen, aber es ist ja schon so, dass der Zuschauer mit dabei sein will und halt Fragen stellt und die, wenn man die nicht beantwortet kommt, dann funktioniert so ein bisschen das ganze Ding nicht so ganz. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein großer Fan dieser Conjuring-Reihe. Ich bin schon ein Horror-Fan, würde ich behaupten, aber irgendwie von diesem Geisterhorror jetzt eh nicht so. Deswegen könnt ihr auf mein Fazit dann eventuell noch einen Punkt draufrechnen. Also wenn ihr Fans dieser Serie seid, weiß ich nicht, ob das dann ein bisschen zugänglicher und cooler ist. Aber da ich jetzt eh schon nicht der größte Fan dieser Reihe bin, weiß ich nicht, ob mir dieser Film eventuell besser gefallen hätte. Ich fand es auf jeden Fall einen kompletten Reinfall und ja, es hatte einfach auch zu, es ging auch zu viel in die alberne Richtung irgendwann mit diesen ganzen Ritualen, die wirklich irgendwann lächerlich rüberkamen. Aber nicht so lächerlich. Nicht so lächerlich, dass es wieder cool wäre, weil es gibt ja auch Horrorfilme, zum Beispiel, ach, ich denke da an Dead Silence oder sowas. Ja, aber da muss halt man aber durchgehend auch so sein und diesen so einen Humor rüberbringen und beibehalten. Und das weil war der wirklich, Film hat sich viel zu ernst genommen. Ungewollt komisch auch, finde ich. Also es war wirklich so eine ungewollte Komik, wo man sich fast ein bisschen fremdgeschämt hat. Ja, ja, genau. Jetzt streut ihr da dieses Zeug in den Pool und mein Gott, das war echt. Ja, und dann ich habe auch gelacht mal im Film, aber das war halt einfach nur, weil es so klischeehaft war. Also peinlich war auch, ja. Das ging es mir auch. Also er war eigentlich viel zu brav. Und er war ja auch nicht brutal oder so, weil dieses Gesicht von dieser toten Frau oder von dieser Geisterfrau hat man dann auch schon 4-mal gesehen oder 10-mal und dann ist es auch nicht mehr shocking. Wenn an die anderen Sachen nicht so stören, dann kann man vielleicht diese Schockmomente tatsächlich leben oder erleben zumindest. Also das kann man vielleicht noch dazu sagen, dass es ja durchaus diese ganz vielen Schockmomente hatte und ein ziemliches Tempo eben hatte und das muss man ihm vielleicht... Oder könnte man ihm irgendwie zugutehalten, aber ansonsten, ja. Ja, dann kommen wir doch nochmal zum Fazit und fassen das Ganze nochmal zusammen. Magst du anfangen? Also alles in allem würde ich eben sagen, die Charakter haben nicht ganz funktioniert, die Geschichte war unlogisch, zum Teil eben auch albern. Es war sogar ein, würde ich mal sagen, gewollter Witz drin, der aber auch nicht so richtig reinpasst, weil alles davor ernst war und man dann auf so einen komischen Gag gar nicht so vorbereitet ist und sich denkt, hä, welches Genre bedienen wir jetzt? Ja, leider, also so eine alte Sagen mache ich eigentlich immer ganz gerne und es hat ja auch immer Potenzial, aber ich würde sagen, von 5 Punkten 2, weil man wirklich irgendwann, also ich bin wirklich irgendwann dann ausgestiegen, weil es mir nicht real, also rein von den menschlichen Abläufen einfach nicht funktioniert hat, so. Ja, da kann ich mich eigentlich grundsätzlich anschließen. Ich fand auch, dass man einfach mit keinem der Charaktere irgendwie mitgefühlt hat oder mitgefiebert hat, weil einfach die nicht gut eingeführt wurden. Die Schockmomente haben sich so schnell abgenutzt. Nach 20 Minuten hast du alles gesehen und es wiederholt sich einfach nur noch. Und dann kommen auch noch so Klischee-Charaktere wie der Pfarrer und der Exorzist. Ach Gott, das war einfach nur schlecht. Also ich gebe dem Film mal 1 von 5 und wie gesagt, wenn man jetzt Fan der Conjuring-Reihe ist, wird man ihn sich eventuell eh anschauen. Aber mich würde interessieren, ob der für Fans dieser Reihe denn irgendwas bietet, irgendwas Interessantes. Deswegen schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr Conjuring-Fans? Seid ihr Horrorfilm-Fans? Ja, schreibt uns, was ihr davon haltet. Das würde mich wirklich interessieren und ich schaue mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Horrorfilme an, weil ich sehr enttäuscht war nach diesem Horrorerlebnis. Ich glaube, ich unterstütze dich ein bisschen dabei. Na gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Christo Walking on Water, die jetzt am 11. April 2019 in die deutschen Kinos kommt. Mit einer Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 45 bringt uns Regisseur Andrei Parunov hier eine Dokumentation über den namensgebenden Christo, einen Künstler. Und, so viel sei an der Stelle schon mal verraten, ich bin wirklich kein Kunstfan, das hat man bei der ein oder anderen Besprechung hier schon gemerkt, beziehungsweise kein Fan im Sinne von, dass ich jetzt nicht sonderlich im Thema stecke, aber durchaus interessiert. Und spätestens nach dieser Dokumentation war ich auch an der Arbeit Christos interessiert. Wovon handelt Christo? Letztlich geht es hier um ein Werk, das er geschaffen hat und über dieses möchte ich jetzt hier auch ein bisschen sprechen. Ich habe mir diverse Stichpunkte gemacht, die ich mal andeuten möchte oder eben besprechen möchte und kann diesen Film an dieser Stelle wirklich jedem empfehlen, der
irgendwas im Hinterkopf hat von einem Typen, der in Berlin den Reichstag verhüllt hat. Damit ist er natürlich in Deutschland relativ bekannt, aber er hat doch deutlich mehr zu bieten und sieht sich auch übrigens nicht gern als Verpackungskünstler. Aber wenn er als Verpackungskünstler bezeichnet wird, hat er das gar nicht gern. Das ist eine der Infos, die aus der Pressemail draus hervorgehen. Er hat eben sehr viel mehr gemacht und dann hat auch eben auch Bilder gemacht und viele weitere Sachen. Aber jetzt erstmal kurz zum Film. Vor dem malerischen Bergpanorama der italienischen Alpen realisierte der legendäre Installationskünstler Christo 2016 auf dem Lago di Seo seine Floating Piers. Mit leuchtend gelben Stoffbahnen bespannte Stege aus schwankenden Pontons verbanden die beiden Inseln Monte Isola und San Paolo mit dem Ufer und zeichneten ein abstraktes Kunstwerk in die Landschaft. Das Werk existierte nur für 16 Tage, ermöglichte es aber über 1,2 Millionen Besuchern auf dem Wasser zu laufen. Der bulgarische Regisseur Andrei Pounov blickt in Christo Walking on Water hinter die Kulissen und verfolgt den turbulenten Entstehungsprozess dieses gigantischen Kunstwerks. Den Wahnsinn der Kunstwelt, die heiklen Verwicklungen zwischen Kunst und Politik, die riesigen technischen Herausforderungen und logistischen Albträume und den Kampf gegen die Kraft der Natur. Zugleich entsteht ein wundervolles Porträt eines unberechenbaren Ausnahmekünstlers, der es schaffte, Behörden, Sammler, Denkmalpfleger und Naturschützer für seine Idee zu gewinnen und seine Träume wahr werden zu lassen. Yo, ich lag da also auf meiner Couch, hab den Film angemacht und mir da überhaupt nichts bei gedacht. Und ich muss sagen, ich kannte Christo nicht und der Künstler selbst ist ursprünglich eigentlich als Duo unterwegs gewesen. Nämlich mit seiner Frau Jean-Claude. Die beiden sind immer auch aufgetreten unter ihrem Künstlernamen Christo und Jean-Claude. Und als seine Frau irgendwann verstorben war, hat er diesen Künstlernamen auch beibehalten. Spannend ist, dass beide am gleichen Tag geboren worden sind, nämlich am 13. Juni 1935. Und daraus lässt sich schon mal ablesen, welches Alter der gute Mann inzwischen hat. Also er ist für sein Alter relativ rüstig. Man sieht das sofort. Ja, also der ist lange graue Haare, ein bisschen zauselig halt auch, ne? Aber eigentlich noch, also wirklich sehr gut dabei und das ist jemand, den man auf jeden Fall auch ernst nehmen muss. Und ich würde jetzt hier einfach gerne mal so meine Punkte mal so quasi abarbeiten, die ich mir hier so notiert habe. Grundsätzlich erstmal hat mir der Film sehr gut gefallen. Also er schafft es, mir sowohl die Person und seine Arbeit, also eben Christo, als auch das eigentliche Kunstwerk, was den Titel trägt Floating Piers, mir etwas näher zu bringen. Und vor allem sehen wir eben auch die ganzen Prozesse ringsrum. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn du Künstler bist, musst du das ja alles finanzieren. Das komplette Werk ist wohl aus eigener Tasche entstanden. Letztlich ist es ja so eine Art Freizeitattraktion schon fast. Wir sehen später, was für Unmengen an Touristen hier vorbeikommen, um sich das eben anzuschauen. Und es ist so, dass er dafür natürlich Werbung machen muss. Der, das sieht man auch ganz gut, ist in diversen Räumen gewesen, hat diverse Veranstaltungen besucht, Vorträge gehalten, Hände über Hände geschüttelt und hat allen denselben Vortrag und dieselben Sätze gesagt. Das ist ganz spannend geschnitten, wenn er da immer sagt, wie herausragend, besonders und einzigartig sein Projekt werden wird, eben noch vor der eigentlichen Erstellung. Dann sind es aber genau dieselben Sätze, die er immer wieder benutzt hat. Das ist irgendwie ganz cool. Der ist also nicht nur Künstler, der ist letztlich dann eben auch Geschäftsmann und weiß es sich zu vermarkten. Das ist ein echter Profi durch und durch. Also so, er weiß ganz genau, was er will. Er formuliert das auch ganz klar. Sobald es um seine Kunst geht, lässt er sich auch nicht reinreden. Er ist natürlich auch sehr emotional in dem, was er sagt. Er ist jetzt hier zwar Bulgare, von denen ich jetzt gar nicht weiß, ob die jetzt ein sonderlich emotionales Volk sind, aber der ist einfach teilweise sehr aufbrausend und das ist so ein Mann, dessen Herz liegt auf der Zunge, der formuliert Sachen ganz klar und der hat ein festes Ziel vor Augen, an dem er eben arbeiten möchte. Er lebt für seine Kunst und das ist ihm sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, er hat viele Vorträge gehalten, auch viele Hände geschüttelt und das musste er einfach machen. Er ist aber eben auch nicht mehr der Jüngste und gerade das ist dann daran doch, finde ich, noch so ein wirklich besonders an der Sache auch. Der macht generell irgendwie auch einen coolen Eindruck. Man sieht ihn über weite Teile des Films mit seiner beigen Jacke rumrennen. Das ist so eine Jacke, wie wir die von diversen Omis und Opis kennen, ja? Dieses schicke braun-beige, was wir von wirklich vielen älteren Herrschaften schon kennen, das trägt er auch, zumindest im Regelfall, und scheint sich da irgendwie auch ganz wohl zu fühlen. Das macht erstmal einen komischen Eindruck, was will denn dieser alte Mann da? Aber ich glaube, oder das ist zumindest der Eindruck, den ich zu Beginn hatte, dem ist eigentlich scheißegal, wie er aussieht. Ja, das denkt man ganz lange, weil er rennt halt so rum und ihm scheinen offensichtlich die praktischen Aspekte seiner Kleidung wichtiger zu sein als die optische Wirkung. Aber dann gibt es irgendwann eine Szene, wo sie wohl zu einem Treffen gehen, da sind sehr viele Neureiche, es ist viel Geld im Spiel, alle stehen rum, trinken irgendwelche Sektgläsern und haben tolle Klamotten an und so. Und bevor er dahin geht, fragt er eben seinen Assistenten, seinen persönlichen, ob er das jetzt so anziehen könne, ob er zu schick dafür ist oder nicht zu schick. Also er hatte eben durchaus einen Blick fürs Optische, aber eben nur zu punktuellen Momenten, ja, und eben nicht grundsätzlich vielleicht
wirklich so. Außer seine graue, beigefarbene Jacke ist eine bewusste Stilentscheidung gewesen. Das kann ich an der Stelle nicht genau sagen. In dem Film erfahren wir eine ganze Menge. Es geht also eben um das Erstellen dieses Kunstwerkes, wo man dann eben hier in großen orangenen Bahnen, wenn man so will, die auf dem Wasser schwimmen, eben diese Inseln verbinden möchte. Und dafür müssen jede Menge Planungsschritte eingegangen werden. Das sehen wir hier. Wir sehen die Vorbereitungsphase, wir sehen die Aufbauphase, wir sehen die eigentliche Phase, wo das Kunstwerk dann steht, was da eben eben auch da ein Problem ist, wenn du eben wirklich Tausende an Besuchern überhaupt diese Stege drüber laufen lassen möchtest. Was es da für Probleme geben kann, sehen wir, und wir sehen auch den Teil der Nachbereitung. Dann, und das ist irgendwie komisch, scheint er enorme technische Probleme zu haben. Ich weiß nicht, ob nur mir das so aufgefallen ist oder euch da draußen auch, aber ständig gibt es Probleme am PC. Also in der Vorbereitungsphase bei der Arbeit oder wenn er Vorträge hält oder so, irgendwas funktioniert immer nicht. Ja, mal geht das Mikro nicht an, mal ist, keine Ahnung, irgendwie was nicht in seiner Welt, wie er das will, oder keine Ahnung, es gibt zum Beispiel irgendwie so eine Szene, da will er was an ein Board malen, an der Schule, so ein E-Board, wo du dann halt so mit coolen Stiften coole Sachen an coole Tafeln malen kannst, und irgendwie läuft das dann halt nicht. Ne? Und letztlich muss das Ganze dann doch wieder mit Papier und Stift gelöst werden. Das fand ich irgendwie, das ist mir richtig aufgefallen. Dann ist er auch einfach sehr streitsüchtig. Ja, also streitsüchtig, er ist ein Streithammel. Das ist jemand, der ist sehr emotional. Ich hatte bereits erwähnt, dass das Herz auf der Zunge liegt, und das ist schon irgendwie, also der gibt auch Vollgas. Ne? Wenn der hat eine Vorstellung, wie es sein soll, der kackt auch einfach mal alle an. Ja, und man hat nach dem Film nicht den Eindruck, als wäre das jemand, der so in sich rein leidet und in sich reingrummelt. Nein, der gibt Vollgas, der lässt alles raus. Jo. Der gute Mann hat eben schon diverse Verhüllungen gemacht, das habe ich auch schon gesagt. Also wir kennen ihn jetzt hier unter anderem von der Verhüllung des Reichstags. Jetzt ganz aktuell macht er was an diesem, wie heißt es denn, dieses Tor in Paris. Ihr werdet das alle kennen, ihr seid da viel besser gebildet als ich. Dieser Akt Triumph ist es, glaube ich, genau. Den will er jetzt verhüllen, das ist wohl sein neuestes Projekt. Wir sehen am Ende des Films noch, was er eventuell in der, ich glaube, das war Abu Dhabi vorhat. Da macht er zumindest so Planungen und Andeutungen. Also er macht vor allem viele große Projekte, aber wir sehen auch, wie er jetzt dieses Projekt hier mit diesen Bahnen, diesen orangen Bahnen, die da eben auf diesem Wasser schwimmen, auf diesen Schwimmbehältern, diese Stege letztlich. Ne? Wir sehen, wie die Planung dafür eben auch ist und was er eben auch dafür gemalt hat. Also er verkauft richtig Bilder. Er zeichnet zukünftige Versionen dieses Kunstwerkes, wie sie in echt aussehen werden, zeichnet er vorab und verkauft das dann auch für teuer Geld. Und auch da sehen wir zum Beispiel, für was für Beträge das dann eben über den Tisch geht, wie er verhandelt und vor allem auch, wie sein Assistent verhandelt, auf den wir auch zu sprechen kommen müssen. Er hat eben diesen Assistenten, und ich weiß jetzt auf die Schnelle gerade gar nicht genau, wie der heißt, aber letztlich ist der für den alles. Der ist letztlich der Geschäftsführer, der, wenn man so will, kaufmännische Geschäftsführer seiner Tätigkeiten. Der organisiert die eigentlichen Veranstaltungen, der hilft ihm aber auch, keine Ahnung, mal, wenn er sich verletzt hat, der übernimmt natürlich die Organisation, der kriegt auch mal Leute an, der fährt mal eben von A nach B, der kutschiert ihn. Also der Typ ist, Assistent ist schon untertrieben, das ist letztlich seine bessere Hälfte, ohne die er überhaupt nicht, oder die Christo selbst überhaupt nicht funktionieren würde, dieses ganze Projekt so in der Form überhaupt nicht ins Laufen gekommen wäre. Das ist echt interessant zu sehen, wie sehr man einen Menschen auch in so einem, aus diesem beruflichen Umfeld so an sich rankommen lassen kann. Ja, nun gut, generell gibt es eben wirklich ein riesengroßes Team, das er um sich herum schart. Das sind ganz viele Leute, die ihm gut zureden, Leute, die mit anpacken, die quasi letztlich ja auch, ich möchte fast sagen, Bauarbeiter, ja, also die Herrschaften, die direkt da am Kunstwerk dann ja zu tun haben. Also wir reden hier von unter anderem 220.000 Würfeln. Das sind so Plastikwürfel, keine Ahnung, wie werden ungefähr ein Kubikmeter werden die groß sein. Und die kennt man aus dem Freibad. Der ein oder andere war da vielleicht schon mal von euch, hat mal ein bisschen Wasser am Fuß gehabt und da war er vielleicht im Freibad. Und im Freibad, da gibt es manchmal so schwimmende Inseln. Daher kannte ich die, da kommen die mir bekannt vor. Und aus diesen Würfeln besteht das Gesamtkunstwerk. Ja, und da gibt es natürlich eine Kolonne an Menschen, die im System richtig organisiert und eben, ja, letztlich eben dann auch einfach anpacken, da dieses Ding überhaupt bauen müssen. Da musst du dir vorstellen, du machst rein von diesen Würfeln, ich sag jetzt mal eine Zahl, 40, 50 am Stück, und dann kommt die nächste Reihe und die wird dann daran gebaut. Und so hast du dann quasi einen riesengroßen, einen Laufsteg, ja, aus Würfeln. Und wenn der dann auf dem Wasser ist, dann schwimmt der mit den Wellen so mit. Und das ist so ein bisschen das, was kriegst du jetzt so zu bezwecken scheint. Er will, dass man auf dem Wasser laufen kann. Ob er da jetzt eine, sag ich mal, Messias-Figur im Hinterkopf hatte oder so, das weiß ich nicht so genau. Das wird aus meiner Sicht auch nicht wirklich thematisiert. Ja, okay, er ist ein christlicher Mensch, wie es scheint, aber das ist jetzt nichts, was in dem Film großartig eine Rolle spielen würde. Es gibt also dieses riesengroße Team und die arbeiten ihm zu, und wie gesagt, die kackt er auch mal an, aber er ist halt, wie ich auch schon meinte, jemanden, dem das Herz auf der Zunge liegt, und da nimmt er sich auch nicht zurück. Überrascht war ich ein bisschen,
wo er da eigentlich unterwegs ist, wo das Kunstwerk entsteht. Das ganze Ding ist ja letztlich, da ist im Hintergrund, also ein Berg zu sehen, ja, ein Berg, mit dem man irgendwie auch kindheitliche Erinnerungen verbindet und in dem Zusammenhang vielleicht mal ganz spaßig und interessant auch, das ist der Berg, der wohl im Hintergrund auf dem Bild der Mona Lisa zu sehen ist. Ja, also man kennt das von Da Vinci und da gibt es im Hintergrund wohl einen Berg, das ist wohl exakt derselbe Berg. Nun gut, wir haben jetzt ja also schon eine ganze Menge Sachen angesprochen. Ihr merkt schon, ich bin irgendwie auch ein bisschen begeistert. Also ich fand es wirklich ganz geil, mir das Ganze mal so zu geben, das mal das so aufzusaugen. Und ich bin auf jeden Fall nach dem Film sehr interessiert, was der Künstler Christo jetzt noch weiterhin produzieren wird, was wir von dem noch zu sehen bekommen und ja, mit was für Aufmerksamkeiten er quasi noch beglückt wird. Ich hoffe, es gibt noch einiges, was wir uns von ihm anschauen können. Und auch wie dann, wie gesagt, die ganze Organisation mit diesem Kunstwerk selbst abläuft, wie es aussieht, wenn dann plötzlich eben riesengroße Menschenmassen kommen. Das ist persönlich sehr interessant zu sehen. Die menschlichen Aspekte und Facetten zu sehen, hat mir sehr gefallen. Und viele, viele weitere Sachen, die ich wirklich ganz toll fand. Insofern kann ich auf jeden Fall den Film sehr empfehlen. Schaut ihn euch an, ob ihr ihn jetzt im Kino sehen müsst, ne? Also ganz im Ernst, das geht auch im Heimkino. Letztlich geht es darum, dass ihr den Film gesehen habt und den Mann Christo etwas besser verstehen lernt. Ich gebe dem Film natürlich 5 von 5 Punkten. Für Dokumentation ist eh immer schwierig, da jetzt großartig was abzuziehen und ich sehe hier absolut gar keine Notwendigkeit, hier irgendwas abzuziehen. Ganz im Gegenteil, wenn ihr mal wieder was für euer Gewissen tun müsst, weil ihr der Meinung seid, ihr habt euch lange nicht mit Kultur und Kunst beschäftigt, dann ist spätestens Christo Walking on Water genau der richtige Film für euch. Ich empfehle den entsprechend 5 von 5 Punkten. Danke euch schon jetzt für die Aufmerksamkeit und vor allem auch für das Feedback, das ihr hinterlassen werdet. Natürlich werdet ihr das tun. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload seid ihr herzlich eingeladen, eure Meinung zu hinterlassen zum Film, zur Besprechung und jo, ob ihr das vielleicht sogar live da wart. Ne? Also das ganze Kunstwerk ist ja inzwischen auch wieder abgebaut. Du kannst diese Plastikwürfel nicht ewig auf diesem Wasser schwimmen lassen. Wart ihr live da? Habt ihr was von diesen, ja nicht über den Chaos, aber von diesen Menschenmengen mitbekommen? Das würde mich interessieren. Was könnt ihr noch Schlaues beitragen? Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao. Willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Chris und ich durfte mir vorab für euch die Blu-ray von Mary Poppins Rückkehr anschauen. Kurz zu den Daten. Die gesamte Spieldauer der Blu-ray ist 131 Minuten und erscheint am 18. April 2019. Emily Blunt spielt die Mary Poppins. Sie könnte man aus dem Film Der Teufel trägt Prada kennen. Sie spielt nämlich die Emily, die Sekretärin der Teufelin sozusagen. Lin-Manuel Miranda spielt Jack, den Lichtbemacher. Ihn könnte man kennen aus dem Film Das wundersame Leben von Timothy Green. Da hat er nämlich die Regie gemacht. Dick Van Dyke, der Schornsteinfeger, also zumindest aus dem alten Film, spielt dieses Mal den Bankdirektor. Angela Lansbury ist die Ballondame, die kennt man natürlich aus Mord ist ihr Hobby. Meryl Streep spielt diesmal eine Gastrolle. Sie spielt Topsy, die Cousine von Mary Poppins. Ben Whishaw, ich glaube, so spricht man ihn aus, spielt Michael Banks, also den Vater der Kinder und sozusagen die Figur, die auch im ersten Teil schon ein Kind der Familie Banks war. Nur natürlich ist das nicht der Schauspieler. Ihn kennt man nämlich aus dem Film Das Parfum. Emily Mortimer spielt Jane Banks, die Mutter. Und sie kennt man vielleicht aus dem Film Lars und die Frauen. Regie hat geführt Rob Marshall, der unter anderem Sänger und Tänzer ist, auch den Film Chicago produziert hat. Julie Andrews, die ursprünglich Mary Poppins gespielt hat, die auch immer noch lebt, sollte ursprünglich auch eine kleine Nebenrolle spielen, hat aber kurzerhand dann abgesagt, weil sie der Hauptdarstellerin Emily Blunt nicht die Rolle stehlen wollte, was ganz nett ist. Zum eigentlichen Plot. In den 30er Jahren hatten viele an der Wirtschaftskrise zu knabbern, so auch die mittlerweile erwachsenen Geschwister Michael und Jane Banks. Michael, der erst kürzlich seine Frau verlor, zieht mit Hilfe der Haushälterin und seiner Schwester die drei Kinder Ellen, John und Georgie groß. Doch zu allem Unglück verkündet die Bank Michael Banks, dass er seine Schulden sofort zurückzahlen muss, ansonsten würde er sein Haus verlieren. In der Stunde größter Not kommt auch dieses Mal 25 Jahre später das fabelhafte Kindermädchen Mary Poppins zu Hilfe und begleitet von Jack, den wundersamen Lichtemacher, der durch die Straße herumtanzt, versuchen die, ihn so ein bisschen unter die Arme zu greifen.
Da ich Mary Poppins, den Film von 1986, kenne und damit auch aufgewachsen bin, habe ich mich schon sehr auf die Fortsetzung gefreut. Andererseits hatte ich natürlich auch einige Bedenken, inwiefern es möglich ist, 60 Jahre später mit neuen Schauspielern an das Original anzuknüpfen und eine funktionierende Geschichte weiterzuerzählen. Da ich leider nicht geschafft habe, die Fortsetzung im Kino zu schauen, war ich umso erfreuter, nun endlich die Blu-ray vorab in die Hand zu bekommen und mir so einen Eindruck zu verschaffen. Zusätzlich hatte man auch noch jede Menge Bonusmaterial, auf die ich noch zu sprechen komme. Und das hat es natürlich dann nochmal zusätzlich ein bisschen aufgewertet. Nun, was besonders auffällt, ist die Bildsprache, die Kostüme und die fabelhaften Kulissen, die an das Original heranreichen und es dank neuer Technik und Möglichkeiten natürlich auch noch etwas verfeinern konnten. Man erkennt alle Charaktere wieder und fühlt sich sofort wieder zurückversetzt in die alte Geschichte. Die übertriebenen, absurden Trips in das Land der Fantasie sind ebenso gelungen wie der Sprung, den auch das Original machen konnte in die Animationswelt. Es wird fabelhaft vermischt mit den realen Charakteren und den animierten Figuren, was ja auch schon im Originalfilm sehr, sehr gut gemacht worden ist. Was schon im Original essentiell war, sind die Tanzeinlagen und die Songs. Auch hier wurde nicht gespart und erneut groß aufgefahren. Doch so rund der Film auch wirkt, gibt es eines, was mich etwas doch leicht enttäuscht hat. Wobei, ich glaube, enttäuscht ist das falsche Wort. Was man im Original hatte, waren Songs, die ins Ohr gingen. Ein Löffelchen von Zucker, Chim Chimney und natürlich Supercalifragilisticexpialidocious waren Songs, die bereits nach dem ersten Mal hören sich eingebrannt haben und dazu animiert haben, mitzusingen und mitgesungen zu werden. Dies fehlt in dieser Fortsetzung leider. Es gibt zwar einige Songs, die nett sind, aber es sind keine Ohrwurm-Songs, also es ist nichts, was wirklich hängen bleibt, was ein bisschen schade ist. Kommen wir zur Blu-ray-Ausstattung. Neben dem Hauptfilm bekommt man einige schauenswerte Extras mitgeliefert. Natürlich dürfen die rausgefallenen Szenen nicht fehlen, aber auch einige Making-of der Filmszenen, die sie gedreht haben und in die Trickkiste gegriffen haben, die sind wirklich überaus sehenswert, solange man das natürlich sehen möchte und sich so dementsprechend halt die Illusion berauben will. Zusätzlich kann man den Film so einstellen, dass man auch die Liedtexte angezeigt bekommt. Außerdem ist ein Song, den sie rausgenommen haben, nochmal in Zeichentrick visualisiert worden und man kann ihn zumindest nochmal im englischen Original hören. Alles in allem eine runde Sache und wenn man den Film mochte, ist es ein ganz okayes Paket. Was mich leicht irritiert hat, war die Menüführung. Diese ist leicht verschachtelt und etwas unübersichtlich. Ich musste alles mehrfach durchgehen, um ganz sicher zu sein, dass ich auch wirklich alles gesehen habe, was mich super ein bisschen genervt hat, muss ich sagen. Zum Film selbst muss ich sagen, er ist supercalifragilisticexpialidocious. Ja, er hat mir gefallen. Das liegt sicherlich auch an der tollen Schauspielleistung, aber auch an den zahlreichen Details. Man spürt in jeder Pore wirklich Mary Poppins und die Geschichte, die dort aufgebaut wird, ist einfach großartig und wirklich wunderbar. Ob es auch die Kinder, die jetzt aufwachsen und den Film zu sehen bekommen, auch so einen Eindruck mitnehmen, kann ich nicht genau sagen. Doch wie bei den meisten Disney-Filmen funktioniert auch Mary Poppins Rückkehr für groß und klein. Daher von mir 5 von 5 Sternen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.